Also die hohe Kunst, wirklich über mich selbst zu lachen. Und ich habe das jetzt mal so eingeteilt, dass wir jetzt gleich ein paar nette Übungen machen. Und zwar einmal eine ganz kleine, für die aus dem Resilienzbereich kommt, also mal etwas spielerisch mit der Sache, mit Dingen, die uns belasten, umzugehen, Selbstfürsorge betreiben. Danach werden wir uns mit einem inneren Stress, mit äußeren Stressoren befassen und dann nochmal mit inneren, wenn wir das zeitlich schaffen. Jetzt erstmal an der Stelle. Gibt es Fragen soweit? Dann bitte eine kurze Nachricht im Chat, weil ich im Moment durch das Bildschirmteilen nicht alle auf dem Bild habe. Hier ist ein Chat. Alles gut, schön, ja gut. Dann ja, Glückwunsch, Buch, gut, Buch letzte Woche gekauft, sehr schön. Gut, dann schlage ich vor, wir gehen in die Übung. Ich würde jetzt das Bildschirmteilen beenden, okay? So, jetzt habe ich euch wieder alle. Welcome back, prima. Erste Übung, da geht es um, ja, eher mal um die inneren Stress, um die Selbstfürsorge. Da habe ich erstmal noch einen kleinen Witz dazu. Hatten wir das Rauchen, Trinken, Lesen hatten wir. Gibt auch noch eine schöne Geschichte, wo die ältere Dame an der Kreuzung steht und überqueren will. Dann sieht sie einen Polizisten und sagt, ach Herr Polizist, sind Sie doch so nett. Würden Sie mir bitte hier über die Straße helfen? Der Polizist nähert sich und sagt, ja selbstverständlich. Dann warten wir erstmal auf Grün. Und die Frau, ja, bei Grün kann ich auch alleine. Schade, dass ich das Lachen nicht höre, aber sehen tue ich's. Genau, jetzt machen wir mal ein bisschen Selbstfürsorge. Und zwar, wer mag, darf sich dafür gerne nochmal erheben. Ich habe nämlich die Idee, wir haben ja alle unsere Sorgen, vor allem zum... ich habe da gerade was, da Bezug zum Humor, Unternehmen. Ja, das ist genau. Danke für den Hinweis. Hier kam gerade der Hinweis, die Verbindung zum Unternehmen. Wenn ich in Unternehmen bin mit Humor, ich fädel das gerade mal ein. Ein Unternehmen will Humor haben, nicht für Humor. Das Unternehmen will unterm Strich ein Ergebnis sehen. Das heißt, das Unternehmen will Humor, macht dann Humor, wenn es weiß, es tut mir was Gutes. Es ist gut für die Kommunikation der Leute untereinander. Es ist gut für die Motivation des Teams. Es ist gut für die Gesundheit meiner Leute. Und da sind wir bei der Thematik. Ich habe jetzt für heute Humor als Schutzschild rausgegriffen, weil es einfach im Unternehmensbereich bei zunehmender Arbeitsverdichtung extrem häufig um diese Themen geht. Wie kann ich mich schützen? Und das sind Dinge, die ich in Unternehmen thematisch auch so bringe und auch so mit den Menschen arbeite. Ja, da war gerade diese Frage. Ich hoffe, die ist soweit beantwortet. Sonst kann ich gerne nachher nochmal. Aber jetzt würde ich sagen, greifen wir mal den Herrn Dr. Titze nochmal auf, der zu Beginn ja ging es um Traumata und ich merkte richtig, wie es am Anfang mich auch so ein bisschen niedergedrückt hat. Aber dann, was danach kam, war hochinteressant, spannend und auch fröhlich, ja, mit Thorsten, die Spielerei. Ne? Aber am Anfang, und das ist auch genau das, wie ich viele Menschen im Unternehmen erlebe, ja, dass man einfach Sorgen mit sich herumträgt, Zeitdruck und alles Mögliche. Und das möchte ich jetzt mal spielerisch euch einladen, dass wir das ablegen für die Zeit unseres Zusammenseins. Dafür bitte ich euch jetzt mal, euch zu erheben. Wir treten auch mal wieder so ein bisschen weg von dem Gerät und stellen uns mal vor uns eine wunderschöne Schatztruhe vor, so wie von so einem Piraten oder so, ein ganz tolles, dunkles Holz mit super coolen, wertvollen Beschlägen. Und diese Kiste ist offen und da ist natürlich roter oder grüner Samt drin, ganz edel. Und wir
dürfen jetzt mal mit Freude und Wertschätzung unsere Sorgen und Lasten, die wir mit uns rumschleppen, in diese Kiste legen. Und zwar mit einem Lächeln. Wir sagen mal, das sind ja auch treue Begleiter. Aller guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Habt ihr auch schon so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ein eindeutiger Perspektivenwechsel und schon ist die Last nicht mehr so groß. Und die legen wir jetzt mal mit einer gewissen inneren Freude in diese Schatztruhe. Ah, und ah, und ja, und ja, und ja. Wunderbar, sind Sie alle drin? Dann nehmen wir jetzt den Deckel, der ist also nach rechts ist die Kiste aufgeklappt. Wir nehmen vorsichtig den Deckel und klappen den zu zusammen. Machen die Beschläge zu. Klack, 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 klack. Und jetzt nehmen wir alle gemeinsam die Schatztruhe. Und ich denke, wir schicken sie in den Himmel. Also, mit lächelnd in den Himmel. Eins, zwei, drei. Ja! Ah, und wir retten uns nochmal nach oben. Yo! Sehr gut, sehr gut. Ja! Sehr gut, sehr gut. Ja! Sehr gut, sehr gut. Ja! Es war eine ganz kurze Einlage aus dem Lach-Yoga, die aber einfach körpersprachlich so viel hilft, dass wir wieder aufrecht stehen. Also dieser Zusammenhang Haltung, äußerliche Haltung, Gemütshaltung, innere Befindlichkeit, diesen Zusammenhang, den spüren, den können wir dadurch einfach wunderbar spüren. Wir können uns jetzt wieder an den Bildschirm begeben. Unsere Sorgen und Nöte sind jetzt gut aufgehoben. Und nach meiner Erfahrung, also bei den Präsenzkursen, die ich mache, war es bisher noch jedes Mal so, dass die Sorgen in der Kiste eine Selbsthilfegruppe gegründet haben und nachher dann schon ganz schön geschrumpft sind. Das wünsche ich uns allen. Gut. Dankeschön dafür. Jetzt sind wir ein bisschen in Schwung. Kommt jemand aus dem Walde. So, jetzt kommen wir auf eine ganz schöne Geschichte. Der Perspektivenwechsel. Der Perspektivenwechsel. Wir gehen nämlich jetzt in die äußeren Stressoren. Das, was wir jetzt hatten, war so eine Mischung. Ne? Teilweise sind die Sorgen aus dem Inneren raus, teilweise kommen die auch von außen. Ich möchte jetzt mal ganz eindeutig auf äußere Stressoren eingehen, die wir wahrscheinlich alle kennen und vielleicht gerade oder besonders im Unternehmensumfeld, das werdet ihr gleich sehen, das ist typisch Unternehmensalltag. Und zwar Killerphrasen. Kennt ihr Killerphrasen, wenn man irgendwelche Themen aufbringt, vielleicht einen Vorschlag einbringen will und dann, das können Sie doch nicht beurteilen oder so, watsch, watsch. Ja? Und ich wünsche mir, ich habe mal so ein paar zusammengestellt und da wünsche ich mir, dass wir jetzt die geballte, freudige Kompetenz, die wir hier sind, mal nutzen, um auf Killerphrasen mal anders zu reagieren. Meistens ist man in dem Moment ja erstmal erschlagen und die Schlagfertigkeit kommt dann vielleicht ein oder zwei Stunden oder Tage später. Und jetzt haben wir die Ruhe, uns mal damit auseinanderzusetzen, mal zu gucken, wie kann ich jetzt aus der Ruhe heraus eine solche Phrase mal anders betrachten. Und da lade ich euch jetzt zu ein, und zwar zur Arbeit mit einem Padlet. Kennt ihr euch damit aus? Ja, einige schon, das ist gut. Also, ich beschreibe mal kurz. Ich werde jetzt euch einen Link im Chat schicken. Das können wir zumachen. Genau, da ist der Link. Jetzt,
das wieder groß, weil es ein Hin und Her. So, ich kann halt, ja, ich kann, bin hier halt auch ein bisschen gebremst, weil, ja, das haben wir schon immer so gemacht, dafür haben wir keine Zeit. Yo, da kommen schon Vorschläge. Ich habe euch jetzt mal gerade einen Link geschickt und bitte euch, diesen Link mal zu öffnen. Und da kommt ihr in ein sogenanntes Padlet. Das ist ein, das schließe ich jetzt so. Jetzt müsstet ihr ein Padlet sehen, Reaktionen auf Killerphrasen. Wenn ihr das, ihr müsst den Link anklicken, da kriege ich Kopfschütteln. Wie sieht es bei den anderen aus? Wer schafft es nicht? Bitte kurze Ich sehe keinen Link. Kein Link im Chat. Der Link ist nicht. Nee. Kein Link, nein. Och, ist ja witzig. Bei mir war der. Entschuldigung, aber direkt noch, ne? Im Chat. Den hat es, Barbara, den hast du direkt an mich geschickt, nicht an alle. Entschuldigung, ich hatte vorhin mal, ja, alles klar. Alles klar, wir können ja gehen. Eine Direktnachricht, die habe ich beantwortet. Das war ein Versehen, sorry. So. Wir können ja gehen, Barbara, wenn du nicht mit uns arbeiten willst. Ja, ich hatte das eigentlich als trautes Tête-à-Tête geplant. Unerwartet. Jetzt ist er da. So. Ja, alles klar. Jetzt habt ihr aber da einen Link, richtig? Gut, dann bitte ich euch, den Link mal anzuklicken. Und ihr kommt in ein sogenanntes Padlet hinein. Das ist so ein kleines Formular. Das Gute daran ist, da habe ich schon was vorbereitet. Ne? Ich habe also nebeneinander verschiedene Killerphrasen gesetzt. Unter jeder Killerphrase steht ein Plus. Und darunter habe ich jetzt so eine kleine Idee mal selber formuliert. Ja, so als Anregung, wie man reagieren könnte. Und die Einladung jetzt ist für euch, euch die anzuschauen und wenn ihr sagt, oh, ich habe da noch was, auf das Plus zu klicken und eure Antwort da einzugeben. Auf das Plus klicken, eingeben und dann einfach aus dem Feld rausgehen, dann geht das normalerweise. Kriege ich einen Daumen hoch, dass das verstanden ist und funktioniert? Gut, alles klar. Dann bitte feuerfrei, probiert mal. Ich lasse euch etwas Zeit. Ich schaue mir einfach an, weil wir können das alle gleichzeitig sehen, wie sich das aufbaut. Und im Nachhinein werde ich das als PDF dann auch an euch schicken können, sodass das ist wirklich mal eine Art von vorbereiteter Schlagfertigkeit. Das meiste ist ja ein sich annähern beim Humor. Und das hier ist wirklich was, wo wir mal sagen können, hey, da habe ich einen Ass im Ärmel bei dem Spruch. Viel Spaß damit. Jetzt muss ich mich mal stumm schalten, dass ihr arbeiten könnt. Vielen herzlichen Dank. Ich staune, wie explosionsartig ihr da gearbeitet habt. Und ja, ihr könnt auch gerne jetzt so langsam zum Ende kommen. Könnt ihr euch wieder in das Zoom-Bild holen? Ich sehe euch, aber seht ihr uns auch? Ist alles wieder gut? Also vielen herzlichen Dank. Jetzt werde ich gerne, das war toll, ja, danke schön. Ich finde, das ist wirklich eine schöne Sache, wo man auch mal sagt, Humor zum Mitnehmen, weil ich habe oft, gerade in Unternehmen, dass die Leute sich wünschen, eine Kompetenz, einfach so zu sagen, wenn Problem A ist, möchte ich Antwort B haben, ne? Möchte ich was Festes haben. Und dann muss ich die erstmal runterholen von dieser Erwartung, dass es nämlich eine Entwicklung von Eigenschaften ist. Es ist ein langsamer Entwicklungsprozess, sich öffnen, das Komische im Tragischen wahrnehmen, die witzigen Dinge im Alltag wahrnehmen und das dauert. Und diese Geschichte ist dann mal was, ja, Katharina Schralz gerade ein Rezept für alles parat haben. Für die Killerphrasen, das ist so ein kleiner Bereich, wo man das wirklich mal ausprobieren kann. Ne? Schlagfertigkeit aus der Dose sozusagen. Ne?
Es gibt auch schöne Schlagfertigkeitstrainingsübungen, die kann man aber besser in den etwas kleineren Gruppen machen. Und ich kann hier leider keine extra Breakout-Übungen machen. Ne? Deshalb müssen wir die ganze Zeit im Plenum bleiben, weil wir schon ein Breakout sind. Hat euch das Spaß gemacht? Wenn ja, dann mal so einen kleinen Daumen hoch. Ja, schön. Super. Scheint auch so, dass jeder da mitmachen konnte. Prima. Freut mich. Ist ja auch so Perspektive mal gewechselt. Mal mit so einer Phrase, die einen buff, runterdrückt normalerweise. Mal locker umzugehen und schon fließt die Kreativität. Auch dazu, zu dem Perspektivenwechsel, gibt es natürlich noch so eine kleine Geschichte. Kommt der Mann zum Arzt mit einem Frosch auf dem Kopf, sagt der Arzt, wie kommen Sie denn an den? Sagt der Frosch, den habe ich mir eingetreten. Auch ein eindeutiger Wechsel der Perspektive. Oder Venus und Erde treffen sich, sagt die Venus, Mensch, Erde, du siehst ja so schlecht aus. Ja, sagt die Erde, ich habe Homo sapiens. Sagt die Venus, ach, das geht vorbei. Ja, gut. Wir können auch, was uns selber angeht, die Perspektive wechseln. Jetzt kommen wir wirklich zu einem ganz tollen Thema, was wir vorbereiten können und dann immer wieder in unterschiedlichsten Facetten anwenden können. Bin ich froh, dass wir das zeitlich jetzt noch schaffen. Wir waren ja ein bisschen später im Anfang, deswegen überziehen wir mal ein bisschen nach hinten, wenn das für euch okay ist. Die Selbstironie. Also ich betrachte mich selber mal aus einem anderen Winkel. Ich kriege oft die Frage gestellt, wie kann ich denn mit Humor arbeiten, angesichts der Tatsache, dass die Menschen individuell sind. Das hat Herr Dr. Titze ja auch eben dargestellt, diese vier Typen und wir sind alle Mischtypen. Wie kann ich sicher sein, dass die Leute auch alle lachen? Also erstens, ich kann überhaupt nicht sicher sein, dass die alle lachen. Meistens, ja, das hätte ich auch. Ich gucke mal ganz kurz in den... Ja, das Padlet-Blatt kriegt ihr. Ich habe natürlich... Entschuldigung, ich gehe mal kurz auf den Chat ein. Padlet-Blatt kriegt ihr. Muss ich aber über Humorcare machen, weil ich eure Adressen nicht habe. Aber dafür ist das vorgesehen. Ich speichere das als Padlet und verschicke es. Das nur zum Abschluss und zu eurer Beruhigung. So, abgeschlossen, können wir das Nächste. Die Selbstironie, wir betrachten uns mal etwas anders. Ich mache mal ein ganz... Ja, bitte. ich kriege, wie gesagt, öfter mal diese Frage, wie kann ich denn, wenn ich mit unbekannten Leuten zusammenkomme, wie kann ich sicherstellen, dass ich da keinem auf den Schlips trete? Ne? Und das ist eigentlich meistens die Selbstironie. Ich habe noch in keinem Kontext es gefunden, dass das nicht geht. Es gibt ein paar Punkte, die man beachten muss, aber im Prinzip ist Selbstironie sehr schön an den Anfang zu stellen. Wenn ich zum Beispiel ein Seminar auf der kleinsten der ostfriesischen Inseln bald rumgebe, dann sage ich da, Hobbys, ich wandere gerne, aber ich habe überhaupt keinen guten Orientierungssinn. Deswegen komme ich so gern nach Baltrum, weil hier kann ich nicht verloren gehen, ich kann mich nicht verlaufen. Ihr könnt also sicher sein, dass ich immer wieder hier ankomme. Das ist so ein Wochenkurs, den ich da mache. Ja? Dass man sich selbst so leicht auf die Schippe nimmt. Das Wichtige, was es zu beachten gilt, was ich gerade im unternehmerischen Kontext auch immer betone, dass wir keine Kernkompetenzen in Frage stellen. So Nebenkriegsschauplätze. Ne? Kleine Eigenarten. Gibt diesen schönen Thorsten Sträter, kennt ihr wahrscheinlich, ihn kennt ihr, diese schöne Story. Als er 50 wurde, hat er erzählt, ja, meine Freunde haben mir gesagt, 50, Mensch, da musst du so alt, da musst du jetzt aber mal was für dich tun, ne? Dass du fit bleibst und so. Sagt er, ja, ich habe jetzt vor einem halben Jahr, habe ich Yoga angefangen. Und eine Figur kann ich schon, stehender älterer Herr. Ne? Ist das, ich finde es einfach wunderbar. Na, also ab einem bestimmten Alter kann man das machen oder man überträgt es auf sich. Aber wie gesagt, Copyright ist Thorsten Sträter und finde ich einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich selber bin halt immer dünn und werde da auch immer wieder mal drauf angesprochen. Ne? Wie viel wiegst denn du überhaupt? Du bist so dünn. Ne? Ich war halt als Kind schon. Ne? Ich kenne das also als kleines Kind. Ich habe das immer gehört. Und das hat mich immer geärgert. Und irgendwann habe ich gesagt, tja, du, eine normale Waage zeigt ja nicht an bei mir.
eine Küchenwaage habe ich nicht. Und dieser Messbecher, habe ich gesehen, da ist überhaupt keine Maßeinheit für Frau. Ich habe keine Ahnung. Ne? Also irgendwie, das ist dann auch ein bisschen so Selbstfürsorge, ne? So nervige Dinge mal. Aber man muss es erst einmal durchdacht haben, wie manche, die sagen, der kann sich hinterm Streichholz umziehen oder so. Das sind auch so Sachen. Ne? Und wenn ihr mögt, ihr wart gerade so produktiv, wenn ihr jetzt möchtet, lade ich euch ein, das wäre dann halt jetzt eine kleine Einzelübung, euch mal 5 Minuten Zeit zu nehmen, mit einem Stift und einem Zettel und einfach mal aufzuschreiben, oder im Computer ist egal, mal aufzuschreiben, 1, 2 oder 3 Merkmale von euch, die ihr so wahrnehmt und kennt an euch, die besonders sind, die euch abheben von anderen. Also bei mir ist es das Dünnsein, bei mir ist auch manchmal so dieses Quirlige, ich kann sehr quirlig sein, ne? So dieses, ne? Denkt dran, was vielleicht auch Freunde über euch sagen, du mit deiner Art oder so. Einfach mal 1, 2 oder 3 Punkte notieren. Wichtig ist dann, und das ist dann ein Prozess, dass man grundsätzlich erstmal Frieden damit schließt. Wenn ihr da eins habt, wo ihr sagt, damit fühle ich mich eigentlich wohl. Meine Quirligkeit finde ich cool. Das Dünnsein, na gut, habe ich mich mit abgefunden. Ne? Wenn ihr das noch nicht mögt bei euch, Frieden schließen. Einladung braucht man wahrscheinlich etwas länger Zeit. Aber wenn ihr eins habt, was ihr schon mögt, dann guckt mal, ob ihr das mal anders betrachten könnt und mal sagen könnt, wie kann ich das humorvoll verwenden? Wie ich habe jetzt mit meinem Gewicht, ich habe einfach eine mega Übertreibung gemacht, also dass ich so dünn bin, dass ich überhaupt nichts mehr wiege. Ja? Eine Wahnsinnsübertreibung zum Beispiel. Na? Also was Dr. Titze hatte das ja auch vorhin ein bisschen mit drin, ne? Das Symptom übertreiben. Jetzt halte ich die Klappe, dass ihr anfangen könnt. Wer eine Frage hat, bitte in den Chat oder kann sich auch mal laut schalten und mich fragen. Ich bin ja da. Wer mag, kann gerne mal sein Mikro jetzt anschalten. Wer mir ein Zeichen gibt, dann würde ich bitten, da einfach nur einen kurzen Kommentar, ob das geklappt hat, ob da in der jetzigen etwas gelösten Verfassung ihr da etwas finden konntet. Wer möchte. Sonst einfach Handzeichen, habt was gefunden oder so. Okay. Sehr schön. Ja, ich weiß ja, dass hier sehr viele Humorspezialisten einfach auch sind. Und deshalb traue ich mich, das hier zu machen und anzubringen, einfach als ersten Schritt, weil ich glaube, dass ihr auch so viel Basis habt und so viel Interesse an dem Thema, dass ihr da dran bleibt und euch dadurch einen großen Schatz erarbeiten könnt. Normal gebe ich das bei längeren Seminaren so als Hausaufgabe, als Möglichkeit, wie kann ich meine Humorkompetenzen weiterentwickeln. Und bei den meisten Menschen dauert das alles lange. Und ich glaube, hier bei den Humorcare-Leuten geht das einfach, habe ich einfach auch die Erfahrung gemacht, das geht alles viel schneller. Und deswegen möchte ich euch einfach das mitgeben. Und einfach nochmal drüber nachdenken, die Perspektive zu wechseln. Manchmal dauert das noch was, aber ihr werdet belohnt werden. Wer hat denn jetzt schon sogar schon eine humorvolle Wendung geschafft? Noch nicht, ne? Aber ihr habt schon eine Basis jetzt. Ihr wisst, mit welchem Thema möchte ich mich humorvoll auseinandersetzen. Und das Interessante ist ja, wenn wir uns mal damit befasst haben und eine Idee dazu haben und diese Schublade im Kopf aufgemacht haben, dann lässt die sich später auch leichter aufmachen. Das heißt, der Zugang ist jetzt da und euer Unterbewusstsein darf jetzt damit spielen. Und es kann sein, dass einfach beim Duschen oder sonst wie beim Fahrradfahren oder sonst was euch da eine Idee kommt. Oder wenn irgendjemand einen komischen Kommentar macht, ja, dass euch die Idee kommt, wie kann ich persönlich aus dieser Eigenschaft, positiv, negativ, äußerlich, charakterlich, wie auch immer,
was Lustiges machen, einen Trumpf im Ärmel haben in Zukunft. Hm? Das mal in, als mich ein großer, kräftiger Mann nicht ausreden lassen wollte, umgekehrt, er war am Reden und ich wollte eigentlich auch mal was dazu sagen, kam aber überhaupt nicht zu Wort, ne? Also der hat kaum atmen müssen dazwischen, bis ich irgendwann dann mal ziemlich klar gesagt habe, ob ich denn meine körperliche Überlegenheit hier in die Waagschale werfen muss, um auch mal was sagen zu dürfen. Ne? Das war dann so eine Umkehrung, ne? Meiner Kleinheit und Zierlichkeit. Ne? Da war richtig perplex. Ne? Und das war dann meine Möglichkeit. Und dann ging das Gespräch zum Glück etwas ausgewogener weiter. Ne? Gut. Ja, wir sind jetzt schon einen Tick über der Zeit. Jetzt sage ich mal so, wer hat denn an dem Punkt jetzt einfach Fragen? Ich habe viel in diese Stunde gequetscht, glaube ich. Und ich hoffe, dass es trotzdem ein kleines Ganzes für euch war. Wer möchte vielleicht einfach kurz eine Frage stellen oder einen kurzen Kommentar dazu geben? Gerne jetzt die Mikros dann aufmachen. Ach, ihr macht. Könnt ihr die Mikros nicht anmachen? Doch. Ja, das ist so schön, mal jemand zu hören. Ja, danke für die Impulse, Barbara. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank. Das freut mich. Vielen Dank für die Wiedererinnerungsimpulse. sehr gut, ja. Ne? Ja. Wobei, wenn man so, das passt jetzt dazu, wenn man so doch in diesem, wie sagt man oft, Hamsterrad plus Stress, ja, äußere Stressoren, innere Stressoren, länger oder lange unterwegs ist, ist meine Erfahrung, dann ist es auch für mich oft nicht einfach sofort diese paradoxe Intention zu kreieren. Absolut, aber das ist genau der Punkt bei fast allem. Das ist die Kunst. Das Regelmäßige, ne? Das Training. Und das ist ja heute wichtig. Ja. Wie eine kleine Trainingsrunde. Ne? Dankeschön. Richtig, ja. Mhm. Wer hat sich noch freigeschaltet? Wer möchte noch etwas sagen oder auch gerne fragen? Ich nehme mir noch ein paar Minuten gerne. Nein, die Umkehrübung eben, gab es einen Punkt bei mir, da war ich erst total blockiert und dann ist mir was eingefallen, um eine andere Sicht drauf zu bekommen. Und das hat sich direkt was gelockert im Körper. Das war so eine Erleichterung. Danke. Das war schön. Super, danke für das Feedback. Das ist mir auch wichtig. Dieses sehr gut, sehr gut. Ja, die Haltung macht was und dann du machst was mit dem Denken und ja. Die Ganzheit verändert sich. Wir haben so viel in der Hand. Toll. Ja, man muss sich immer wieder sich erinnern dran, ja. Sehr schön. Ja, dann lade ich uns alle dazu ein, immer mehr mit Humor in die Welt zu schauen, das Komische im Alltag zu entdecken, dass wir die Offenheit haben und dieses Wohlgefühl von der lieben Jutta Leonhardt und dass wir da selber von profitieren im Sinne von zunächst mal Selbstfürsorge, die dann eben auch humorvoll ausstrahlt auf andere Menschen. Das wünsche ich euch und uns allen. Und ja, danke euch fürs tolle Mitarbeiten. Und ja, mit Applaus ist alles akustisch so schwer für euch alle. Wir können uns, glaube ich, mal alle auf die Schulter klopfen. Hey, das haben wir jetzt gut gemacht. Na, genau. Sehr schön. Kurze Info, wer mal irgendwann das Modul 8 machen möchte. Das sind natürlich teilweise auch Dinge, die da drin vorkommen. Aber da mache ich sehr viel auch mit Breakout Rooms, dass man auch wirklich intensive Zweierarbeiten machen kann. Die Möglichkeit hatten wir für diese Stunde jetzt nicht. Ne? Wann werden die denn wieder mal angeboten, Barbara? Ja. Modul 8 ist im November. Aha. Dann habe ich auch schon zwei Termine für nächstes Jahr. Die müssten im November ist, glaube ich, 20. Ich muss mal gerade gucken, den genauen Termin. Sind die Präsenz oder sind die online? Online. Ich mache online. Super. Aber mit ganz viel Quatsch zwischendurch, der aber zielführend ist. Das heißt, ich kriege eigentlich die Rückmeldungen, also 20. 21. Ich kriege immer die Rückmeldungen, dass es gar nicht wehgetan hat, so im Verhältnis zu anderen Sachen. Ihr habt das ja jetzt auch gesehen, dass wir auch immer mal unterbrechen und was tun, was aber zur Materie gehört,
und trotzdem eine Bildschirmpause ist. Ne? Okay, danke. Ja. Also kann ich nur bestätigen, ich bin ja hier Wiederholerin, ich war schon mal bei dir im Workshop an dem Wochenende. Jetzt gar nicht, wer spricht? Entschuldigung, wer spricht? Ich bin hallo, meine Kamera spricht auch mit, leider. Aber du hast tolle Haare. Oh, ja. Ja, genau. Nee, ich wollte nur sagen, also ich war ja mal bei dir im Workshop. Vielen Dank nochmal fürs Auffrischen, das tut immer wieder gut. Und also ich kann nur, wer es noch nicht gemacht hat, das macht Spaß. Das sind 2 Tage, ganz lebendig und kann man online super machen. Also danke. Danke nochmal, Barbara. Danke dafür. Also 20. und 21. November und dann im März nächstes Jahr und im November nochmal. Das könnt ihr aber auf der Homepage finden dann, ne? Weil ich habe die Termine jetzt nicht im Kopf. Okay, danke. Ja, ich wünsche euch jetzt noch für mich war aber leider, das will ich jetzt auch noch lesen hier, nicht zielführend, das tut mir leid. Gerne über Mail in Kontakt bleiben, www.auftrieb.com, können wir uns gerne austauschen. Sie hatten sich was anderes vorgestellt. Okay, bitte gerne detailliert mal per Mail, da können wir gerne drüber sprechen. Ansonsten, für alle jetzt eine ganz tolle Tage und einen wunderschönen weiteren Verlauf. Ich werde mich jetzt leider ausklinken, weil ich jetzt, ja, meine Mutter hat Geburtstag. Ich bin jetzt auf dem Sprung und ganz, ganz viel Spaß. Schöne Feier. Alles Gute. Ja, danke. Euch auch, ist auch ein Feiertag für euch mit Humor. Happy Birthday. Auf jeden Fall. Tschüss. Liebe Grüße. Ja. Gut, Mittagspause. Wir können jetzt alle den Raum verlassen. Dann macht's gut.